Das, was ihr hier gerade seht, ist ein Ausschnitt aus der beliebtesten deutschen True Crime Fernsehserie, die es überhaupt gibt. Aktenzeichen XY. Für die von euch, die nicht wissen, was Aktenzeichen XY ist: Es ist letztendlich eine Serie, die sich mit Cold Cases beschäftigt. Sprich mit Verbrechen, die bis heute von der Polizei nicht aufgeklärt werden konnten. Seien es nun Überfälle, Kidnapping oder auch sogar Morde. Wann immer die Polizei nicht weiter weiß, weil sie zu wenig Informationen haben, keine Zeugen oder ähnliches, kommen sie zum Beispiel zu Aktenzeichen XY, stellen dort ihren Fall vor und hoffen, dass irgendwer aus dem millionenfachen Publikum irgendwas gesehen hat, was die Polizei noch nicht weiß. Diese Zuschauer können dann dort anrufen und ihre Informationen weitergeben, und so wurden in der Vergangenheit schon die unterschiedlichsten Fälle gelöst. Und genau das gleiche sollte eigentlich auch im Jahr 2012 passieren, als der Fall von Maria Baumer vorgestellt wurde. Maria Baumer war eine 26-jährige junge Frau gewesen, die plötzlich im Jahr 2012, genauer gesagt im Mai-Juni 2012, plötzlich verschwunden ist. Damals wurde eine große Suche angefangen, die allerdings keine Ergebnisse hervorbrachte, also ging man zu Aktenzeichen XY. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand wissen konnte, weder die Leute, die für diese Serie gearbeitet haben, noch die Zuschauer vom Fernseher: Der Täter, der Mörder von Maria, saß die ganze Zeit im Studio. Er saß vor laufender Kamera und passte ganz genau auf. Über diesen Vorfall wollen wir heute einmal genauer sprechen. Ich möchte euch den Fall von Maria Baumer erklären und wie der echte Täter bei Aktenzeichen XY live im Fernsehen saß. Dafür müssen wir aber erst einmal eben in den Frühling von 2012 zurückreisen. Damals war Maria Baumer mit ihrem Verlobten auf einen Wochentrip gegangen. Sie wollten einfach nur ein Wochenende mal raus. Raus aus Regensburg, wo sie gelebt haben, in einen Ort, der 30 Minuten entfernt gewesen ist. Das Seltsame war aber gewesen, dass am Ende dieses Wochenendes sie nicht wieder zurückkehrte. Am Ende kam nur ihr Verlobter wieder zurück und sagte eben auch schon vorher, dass sie auf einmal verschwunden war. Sie war plötzlich gegangen und war danach nicht mehr aufgetaucht. Der Verlobte und die Familie machten sich natürlich große Sorgen und suchten alles Mögliche ab, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden. Und dabei stießen sie auf eine kryptische Nachricht, die Maria Baumer auf Facebook gepostet hatte. Denn sie hatte auf Facebook geschrieben etwas, das so ähnlich ist wie: Ich kann das alles nicht mehr, es wird mir zu viel, es tut mir so leid, du weißt ja, was ich gesagt habe. Sprich, es ist eine kryptische Nachricht, die laut vielen Leuten eine Art Abschiedsbrief sein könnte. Dass Maria Baumer also quasi gesagt hatte: Hey, du weißt ja, wir hatten diese Auseinandersetzung, dieses Gespräch, es geht einfach nicht mehr, ich muss jetzt gehen. Diese Nachricht von Maria Baumer war an ihren Verlobten gerichtet, weswegen natürlich erstmal die Idee im Raum stand, dass er ja etwas wissen könnte. Man vermutete, dass die beiden vielleicht einen Streit gehabt haben, woraufhin Maria einfach ging, dass sie ihn nicht mehr heiraten wollte und deswegen verschwunden ist. Man hoffte, dass eben der Verlobte irgendwelche Antworten parat hatte, doch er sagte, er hätte keine Ahnung, was diese Nachricht genau meinen könnte. Er hat kein Gespräch in Erinnerung, das hier genau gemeint sein würde. Die Suche wurde natürlich sofort erstmal von der Familie und dem Verlobten veranstaltet. Man wollte 2 Tage warten, ob sie nicht einfach wieder zurückkommen würde, ob sie sich vielleicht beruhigt, wenn sie einen Streit hatten, und dann nach Hause kehrt. Doch sie kam nicht wieder zurück. Und nach 2 Tagen wurde dann die Polizei eingeschaltet und es wurde eine große Suchaktion gestartet. Unterschiedlichste Polizisten und Einheiten suchten alles Mögliche nach ihr ab, in der Hoffnung, auch nur einen kleinen Hinweis auf ihren Verbleib zu finden, jedoch komplett ohne Erfolg. Man wusste einfach nicht, wo sie hin verschwunden war. Man versuchte auch über zum Beispiel Plakate Ausschau zu halten, bot Belohnung an für jeden, der irgendwie Informationen hätte, doch niemand meldete sich wirklich bei der Polizei oder war zumindest hilfreich gewesen. Und deswegen entschied die Familie und der Verlobte sich, bei Aktenzeichen XY anzufragen, um diesen Vorfall dort einmal vorzustellen. Und das durften sie auch. Im gleichen Jahr 2012, im November, kamen sie mit dem Fall von Maria Baumer zu Aktenzeichen XY live ins Fernsehen.
Dabei wurde zunächst eben ein kleiner Film gezeigt, der die ganze Situation einmal genauer beschrieb. Wie sie eben in diesen Ort 30 Minuten von Regensburg weggefahren sind, wie sie dort plötzlich verschwand, nicht mehr aufgetaucht ist und was für Informationen man hat. Und danach wurde ein Interview durchgeführt. Dieses Interview ist relativ typisch für Aktenzeichen XY. Man fragt die Hinterbliebenen, in diesem Fall die Zwillingsschwester von Maria und ihren Verlobten, wie die ganze Situation sie belastet, was für schlimme Schmerzen es sind, jemanden zu vermissen, ob die Hoffnung immer noch da ist und vieles weiteres. Alleine schon in der Hoffnung, dass man eben an das Mitgefühl von Leuten appelliert, bitte mitzuhelfen und anzurufen, wenn man denn etwas weiß. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand wissen konnte. Weder die Leute, die für Aktenzeichen XY gearbeitet haben, noch die Zuschauer vom Fernseher, war gewesen, dass dieses Interview die ganze Zeit mit dem Täter von Maria geführt wurde. Denn Maria war nicht einfach abgehauen. Sie ist nicht einfach weggelaufen und hat sich irgendwo versteckt oder ist in ein anderes Land gefahren. Sie wurde auf grausame und kaltblütige Art und Weise beseitigt. Und das von niemand Geringerem als ihrem eigenen Verlobten, der die ganze Zeit bei dieser Vorführung im Studio von Aktenzeichen XY saß, vor der Kamera Interviewfragen beantwortet hat und einfach nur immer und immer wiederholte, dass er doch nur möchte, dass sie zurückkommt, dass man sie finden muss und auch immer wieder in Interviews sagte, dass es so ein schlimmer Schmerz ist, der jeden einzelnen Tag, jede Woche, die verstreicht, immer und immer schlimmer wird. Er saß dort vor der Kamera und lügte alle um sich herum an, spielte seine Fassade in der Hoffnung, dass sein grausames Geheimnis niemals ans Licht kommen würde. Doch er hatte nicht Glück damit gehabt, denn tatsächlich dauerte es noch einige Zeit. Aber im Jahr 2013, ungefähr etwas über anderthalb Jahre später, entdeckten Pilzsammler genau den Körper der jungen Frau, die seit 2012 gesucht wurde. Die sterblichen Überreste wurden in einem Wald gefunden und sie waren mit einem besonderen Mittel überstreut worden, das eben menschliche Überreste zersetzen sollte. Deswegen war Maria leider nicht mehr wirklich erkennbar gewesen, aber eine DNA-Überprüfung hatte ergeben, dass sie es gewesen ist. Man hatte nun also den Körper gefunden und nun war sich natürlich jeder sicher, das hier ist kein Vorfall, wo sie weggelaufen ist, sondern man hat es hierbei mit einem Mordfall zu tun. Und natürlich wurde sofort eben der Verlobte als Tatverdächtiger hervorgebracht, weil er letztendlich die einzige Person ist, die als letztes Kontakt mit ihr hatte. Das Ganze wurde natürlich zu einem großen Gerichtsfall. Unter anderem, weil man zum Beispiel eine Schaufel dort auch gefunden hatte, einen Spaten, mit dem sie scheinbar beerdigt wurde. Und genau so einen Spaten hatte ihr Verlobter sich kurz zuvor in einem Baumarkt gekauft gehabt. Auch fand man in diesem Konzentrat, das über sie gestreut wurde, unterschiedlichste Haare von dem Verlobten. Ein weiteres klares Indiz, dass er eben schuldig gewesen ist, dass er verantwortlich war für die ganze Situation. Das Ganze war natürlich in diesem Fall ein sehr schrecklicher und grausamer Vorfall. Doch er sollte dahingehend noch schlimmer werden, dass zwar der Verlobte vor Gericht geladen wurde, das Ganze untersucht wurde, aber 2018 die Strafverfolgung aufgelöst werden musste, weil es einen Mangel an Indizien gegeben hat. Dies war damals natürlich ein riesiger Schock für die Familie gewesen. Sie hatten das Gefühl, dass hierbei eben die Justiz, die Polizei versagt hatte, weil man hatte ja die ganz klaren Beweise und Indizien gefunden. Die Haare, die Schaufel, alleine schon der Fakt, dass er die letzte Person gewesen ist, die irgendwie in Kontakt mit der Verschwundenen stand. Und trotzdem musste man den ganzen Vorfall vorerst ad acta legen. Und dieses vorerst sage ich nicht umsonst, denn 2020 wurde dieser ganze Vorfall wieder neu aufgerollt und hatte endlich ein Ende gefunden. Denn im Jahr 2020 wurde eben der Verlobte des Mordes schuldig erklärt, wodurch das ganze Thema beendet wurde. Das Ganze ist ein unfassbar grausamer Vorfall und er zeigt, dass man immer gut aufpassen muss, weil selbst die Leute, die man für eigentliche Opfer in diesen Situationen hält, manchmal gruselige Geheimnisse verbergen, weil sie manchmal in der Lage sind, nicht nur Freunden und Familie oder der Polizei etwas vorzuspielen, sondern auch im Fernsehen vor einem Millionenpublikum die Fassade halten und ihre Lügen immer und immer weiter verbreiten. Ich fand den Vorfall um Maria Baumer extrem interessant. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.